Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Ich bin der Onkel, wieder mit am Start des Mercedes. Hallo! Ja. Ja, wir haben jetzt leider einen Part schon aufgenommen, beziehungsweise nicht aufgenommen. Das heißt, ein Part ja, ist halt weg, aber wir haben auch nichts weiter gemacht. Ich habe hier bloß ein bisschen das Haus verändert, ich habe die Wand reingezogen und habe die Kisten umsortiert und habe mir ein bisschen von Cetus was geklaut, Glowstone und so ein Zeug. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Bin eigentlich mehr unkoordiniert hier übers Spielfeld gerannt. Du Dieb! Und ja. Und gleich nochmal, dann kann ich es ja nochmal in dem Part sagen, obwohl es bei Cetus jetzt schon im letzten Part drin ist. Ja, und zwar habe ich in meinem Singleplayer-Modus ein Häuschen gebaut. Das habe ich Cetus mal geschickt, ein Bild, und dann hat er gesagt, sofort nachbauen hier im Dings. Und das werden wir jetzt mal versuchen nachzubauen. So. Okay. Jetzt wissen es auch meine Zuschauer. Ja. So. Information ist alles. Genau. Boah. Jetzt habe ich meinen Rucksack weggeschmissen. Entschuldigung. Und wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter, ne, dann kommt Cetus und sagt, ey, was zu tun ist, und dann geht das schon weiter. Ja, fralle. Jo, mein. Bei Minecraft, da weiß ich immer, wie es weitergeht. Es gibt immer was zu tun. Entschuldigung. Oh ja, das Ding ist, ich möchte jetzt gern. Was möchte ich denn gern? Einen zweiten Stock reinzimmern. Aha. Nur. Bist du noch am Nether? Ja. Okay, weil dann gehe ich nämlich mal schlafen. Nur. Erwischt. Weiß ich nicht, wie ich die Treppe hochmachen sollte. Das ist jetzt mein Problem. Und jetzt habe ich hier natürlich diese scheiß Öfen hingebaut. Obwohl ich da eigentlich die Treppe irgendwo hinbauen wollte. Ich baue jetzt erstmal die Öfen schnell hier hin. So. Okay. Kommen da schon runter irgendwie. Ich habe hier gerade ein leichtes Abstiegsproblem. Jetzt bau doch nicht immer das Zeug da weg. Ja. Okay. So, jetzt mal hin an die Kiste. Nochmal das Zeug da. Ne, das ist die falsche Kiste. Oh Mann. Hä? Ja, was ich noch vorbereitet habe, ist hier draußen ein bisschen Felder, wie ich dann so das Tuch mache. Ja, das habe ich noch gemacht mit dem einen Part. Mehr ist eigentlich nicht passiert. So, jetzt kümmere ich mich mal um die Treppe. Wie auch immer ich das machen will. Ich würde sagen, hier irgendwo bauen wir hoch. Da soll die Treppe aufgehen. Boah. Hochkonzentriert, unser lieber Cetus? Ja. Das ist hier ganz schlimm mit meiner Spitzhacke. Ich habe hier eine Spitzhacke, die ist Haltbarkeit 3, Glück 3, Effizienz 5. Und Effizienz 5 bedeutet bei Netherstein, dass wenn ich drauf bleib, dass der mit einem Klick irgendwie 5 Steine hintereinander abbaut. So drrrt. Und das ist etwas schwierig, weil dann haut man immer Löcher in den Boden und das nervt irgendwie ein bisschen. Stimmt, das habe ich bei dir gesehen. Das sollte ich... Genörgelt, hast du unten dein Lager aufgebaut und hast dann gemeckert. Ja. Was ist denn hier los? Oh? Obwohl ich, das fand ich aber auch ziemlich ärgerlich mit dem, sag schon, mein Gott, heute fehlen mir die Worte. Mit dem Wasser. Mit dem Wasser und wo dein Kreuz hin war. Das war natürlich... Oh ja. Ja, aber das Schöne ist, jetzt weiß ich, wie das mit dem Kreuz funktioniert, weil wenn du im Wasser verreckst, steht das Kreuz irgendwo am Ufer. Das ist ja natürlich auch gut zu wissen. Ach, hast du denn jetzt dein Kreuz noch gefunden oder was? Ja. Das in einer anderen Folge dann noch. Also in der darauffolgenden sogar. Ach so? Ja, ich gucke immer ab und zu, muss ich immer mal... Ich weiß, wie das ist. Man kann nicht alle Folgen gucken. Auch für die Zuschauer. Es ist einfach so, man hat mal Zeit, man hat mal keine Zeit. Ja, es ist halt so. Man kann nicht immer 1000 Stunden Zeit haben für sowas. Gibt ja auch noch Real Life. Und gerade bei Leuten, die selber aufnehmen, ist es dann noch schwieriger, weil das Aufnehmen verbrät ja Zeit ohne Ende. Richtig. Und dann noch irgendwelche Videos zu gucken, ja, Brustmahlzeit. Okay, wie mache ich das jetzt hier am dümmsten? Lieber hier hoch, gehe ich hier runter und dann komme ich hier noch lang. Okay.
man kann es ja auch sagen, ne, dass wir, der, obwohl du, von dir wissen sie es ja, sehr viel Inspiration bei Gronkh geholt. Ja, ja. Und das mache ich genauso auch hier mit meinen Treppen jetzt zurzeit. So ein bisschen. Ja, mal gucken, ob ich es hinbekomme, irgendwie eine schöne Treppe reinzuzimmern. Die am besten um die Ecke geht. So, was haben wir denn hier? Ja, zurzeit ist ja der Gronkh auch auf dem Weg zum Nether, lustigerweise. Stimmt. Und zwar genau aus demselben Grund, warum ich eigentlich auch dahin musste, schon vor ihm. Obwohl in den Aufnahmen wahrscheinlich auch erst nach ihm. Weil, wegen dem Comparator. Für den Controller von den Thrawn. Okay. Das ist also ja, eine Sache, wo ich mich noch nicht mit beschäftigt habe. Das ist dumm, was ich jetzt gemacht habe. Das ist komplett dumm, was ich gemacht habe. Habe ich schon gesagt, dass es dumm ist, was ich gemacht habe. Nee, hast du noch nicht. Aber man braucht Netherquarz, um den zu bauen. Das hat mich auch sehr erstaunt, weil irgendwie konnte ich mich da nicht dran erinnern. So, mir ging es da genauso wie dem Gronkh. So irgendwie so, hä? Seit wann braucht man da Netherquarz? Und das war dann schon sehr madig. Weil in Nether geht man eigentlich nicht gerne. Aber lustigerweise ist es dann immer so, kaum bin ich einmal im Nether drin, komme ich gar nicht mehr raus. Weil da fallen einem dann tausend Sachen ein, die man da machen kann. Ja, ich muss auch noch mal dann später noch... Was ist denn jetzt passiert? Hä? Warum ist denn jetzt mein... Hä? Was machst denn du? Meine Treppe ist jetzt auf einmal gestreift gewesen. Komisch. Gestreift? Ja. Na, ich weiß nicht, baust du mit Zimmermann-Treppen? Nee. Weil da musst du mal aufpassen, was du für eine Textur drauflegst. Nee, ich baue mit normalen Marble-Treppen. Oh! Alter, ich hab einen Dungeon gefunden. Oh. Cool. Oh. Eigentlich doch nicht so ganz cool. Oh. Hä? Hallo? Hallo? Okay. Oh, das ist auch krass. Du kennst doch die Burgen im Nether, oder? Mhm. Und da habe ich jetzt eine gefunden, die in der Erde drin steckt. Das habe ich auch noch nie gehabt. Okay, von hier kommen wir. Mal hier markieren. Oh Gott, hoffentlich kommen hier keine Feuerscheißer. Wieso ist hier eine Fackel? Markus. Nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Oder? Vielleicht doch. Alter. Jetzt habe ich wieder diesen gestreiften... Hä? Was ist das für eine Kacke? Oder vielleicht doch Markus? Markus? Markus! Aber wieso steht da nur eine einzige Fackel? Das verstehe ich nicht so ganz. Und vor allen Dingen... Nee, der kann hier gar nicht gekommen sein. Woher denn? Da ist eine Truhe. Haha. Die ist leer. Doch, da war schon jemand. Markus? Noch eine Truhe. Markus! Die ist nicht leer. Weizenkörner habe ich gefunden. Die brauche ich aber nicht mehr. Gardenia und Netherziegel. Na dann, das hat irgendeiner reingelegt, aber jetzt muss ich den Eingang finden, weil das ist eigentlich hier unter der Erde. Wo kam der her? Da ist auch kein Eingang. Machen wir so am besten. Joa, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Ja, auch nicht. Alles klar. Gut. Wo kamen die her? Manu, ich verbau mich immer. Manu, ich will mich nicht immer verbauen. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir das hier so. Mache ich das hier. Aber...
Aber. Durch. Wenn ich jetzt sage, ich mach das hier. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja, dann muss ich das leider so lassen. Komme ich denn jetzt hier schön hoch? Ja, ich komme schön hoch. Ah, hier ist der Eingang. Okay, oder auch nicht. Hä? What the fuck? Also ich bin gerade etwas überfragt hier. Nee, da hat jemand kurz versucht, sich rauszubauen. Boah, Schleime. Ja. Ich komm schon mal raus. Ja, für sowas habe ich halt ein bisschen wenig Platz eingerechnet, ja, bei mir. Sterbt. Und hier wird es dann halt schwierig rüberzukommen. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören, denn ich habe ja nicht vor. Da geht wieder ein Ding rauf. Ist das normal? Das wüsste. Oder warte mal, wenn ich jetzt hier das reinsetzen würde. Na, wir reißen das nochmal ab. Hab eine Idee. Was ist das? I don't know. Ich glaube, ich muss mal zu dir rüberkommen, dass ich mal weiß, mit was du redest, wa? Ich weiß selber nicht, von was ich rede. Was ist das hier für ein komischer Nebel? Okay. Oh. Das ist Wasser. Seit wann gibt's Wasser? Und es macht keinen Aua. Hier ist Wasser. Wenn ich das jetzt schaffe, hier so da hochzukommen. Ich hab Wasser im Nether? What the fucking hell? Wow, was ist das? Hau ab! Geh weg! Ah, Hilfe! Alter, was ist das? Okay, ich sehe schon, die Truhe ist falsch aufgehoben hier. Sterb! Die Truhen müssen woanders hin. Das ist nochmal so ein Ding. Ich habe keine Fackeln mehr. Und sowieso. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Wie heißen die scheiß Viecher? Keine Ahnung. Nein, keine Ahnung heißen die. Boah, nicht. Alter Schwede. Diese Gas, wie heißen die? Ich weiß nicht. Diese was? Feuerdinger da. Lohe. Okay, wir machen es doch anders. Wenn ich jetzt hier. Ein paar Fackeln gehen vielleicht noch. Nee, gehen gar nicht mehr. Ich muss zurück. Hier komme ich nicht hoch. Ich muss also hier gerade. Das ist doch kacke. Dann habe ich dann hier. Das geht nicht auf, ey. Höchstens ich nehme. Oder wenn ich jetzt hier anfangen möchte. Zack, zack. Oh Gott, ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich baue mal von unten. Genau, ich baue einfach mal von unten los und dann sehe ich dann schon, wo es lang geht. Ach, auf jeden Fall war hier schon mal jemand. Schon wären wir wieder bei Markus. Ne, könnte auch der Andi gewesen sein. Weil ich glaube, der Markus, der würde sich mehr Fackeln bauen. Gut, jetzt war es hier hinten, glaube ich, lang. Dann da runter, genau. Muss ich einen Stütz. Genau, hier war es. So, sehr schön. So, das sieht jetzt natürlich sehr ulkig aus gerade. Da hinten, das bauen wir auch weg. Und dann grabe ich mich jetzt einfach weiter, bevor ich mich hier in den ewigen Labyrinthen hier verfangen. Okay. Boah. Zum Glück. Ich habe wieder zurückgefunden. So. Warum ich das jetzt hier hingesetzt habe, weiß ich nicht.
das sonst so? Okay, ich glaube, Cedus hat überlebt. Ja. Ich bin hier etwas angespannt. Weil im Nether unten ist es immer recht nervenaufreibend. Vor allen Dingen für mich, weil ich jetzt nicht so der kampferprobte Minecraft-Spieler bin. Und da habe ich immer etwas Angst. Da fehlt mir auch immer ein bisschen der Gesprächsstoff. Weil es auch noch so finster ist. Das macht gar... Da komme ich jetzt mal hier irgendwann so. Mal noch mal irgendwo raus. Aber jetzt haben wir nämlich ein Problem. Jetzt muss ich das hier voll machen. Warum haut denn das jetzt nicht mehr hin? Hä? Okay, ich glaube. Das ist schon wieder Wasser. Ich muss wieder eins weiter rüber. Also ich bin total verwirrt, was hier das Wasser angeht im Nether. Ob das jetzt von einer Mod ist oder ob das Minecraft irgendwann eingeführt hat. Bei irgendeiner Version, die ich nicht mitbekommen habe. Keine Ahnung. Im Nether war ich noch nicht so oft, muss ich sagen. Ja, normalerweise war, also ganz früher, wo ich noch mehr so unterwegs war in Minecraft, da war es so, dass wenn du zum Beispiel einen Wassereimer mitgenommen hast in Nether, war der sofort weg. Also ist verdampft. Und jetzt habe ich hier auf einmal irgendwelche Flüsse, in denen ich rumtauchen kann. Oder Seen, meine ich. Was mache ich denn hier gerade eigentlich überhaupt? Ich mache nur Kacke gerade. Okay, so funktioniert das nicht. Wir machen es anders. 1, 2, 3, 4. So, jetzt müssen wir... Wir wollen ja da rauskommen. Aber jetzt müsste es hinhauen. Bauen wir hier die Treppe ran. Oh oh. Noch ein bisschen beschäftigt hier mit meiner Treppe. Ich weiß auch gerade nicht, was ich hier mache. Jetzt müsste es eigentlich mal langsam weit genug weg sein. Aber na, noch ein Stück will ich schon noch weiter. Ich muss richtig weit weg sein von uns dann. Das ist mein Plan. Okay. Aua. Guck mal, jetzt kommen wir da genau dahin. Und das haut jetzt hier mit hin? Jawohl. So, ich hänge an der Treppe. Ich hänge hier einen ganzen Part an der Treppe. Wahnsinn. Perfekt. Doch normal. Und ich hänge schon seit 4 Parts im Nether rum. Oder seit 5. Aber das ist gerade so schön hier. Jo, mei, ist das schön. Und ich habe ja auch was vor eigentlich, aber... Soll ich jetzt da lang? Wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Von da oben. Oh Gott. Auf was schießt denn der? Hallo, auf was schießt du? Der kann mich doch gar nicht gesehen haben. Soll ich das jetzt hier noch so machen? Wie sieht das dann aus? Ah, Lava. Mr. Lava. Ja. Okay, ja, so sieht dann halt die Treppe aus. Kann man das so lassen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist in Ordnung. Warte mal, wenn ich das hier jetzt noch... Marble. Aha. Ja, aha! Ich mach mal schnell Dingens. Genau, das habe ich gesucht. Schön.
Kommen die Lavamauern dazu hier? Das ist mir zu gefährlich. Und jetzt haben wir hier den Treppenpart, liebe Freunde. Hallo, kleiner Zombie. Kleiner Zombie-Mann. Hallo, Cedis. Hallo. Hast du dich jetzt angesprochen gefühlt mit dem Zombie-Mann? Oh Gott, Hilfe. Hör auf mich zu schießen. Ich kann auch nichts dafür, dass du so schlecht gelaunt bist. Autsch. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Seelensand. Marmor. Wie schaut das jetzt aus, wenn ich das hier jetzt so zack, zack? Ich habe keine Fackel mehr. Das ist nicht gut. Steinschwert will ich nicht. Redstone-Fackeln könnte ich noch hinsetzen. Ja, das sieht aber ganz gut aus, muss ich sagen. Das könnte man direkt so lassen. Das ist doch mal angenehm. Und was ist, wenn ich jetzt... Wir probieren mal noch was aus. Und zwar brauche ich dazu noch mal Slabs. Eine Slabity-Slab-Slabs? Ja, wenn ich das jetzt hier so... Ach nee, das geht ja da nicht. Da oben ist er. Ach doch, hier. Das wollte ich machen. Na, wenn schau mal, doch. Das Brückenbauen anfangen, dann basht er mich bestimmt. Kann man halt hier diese eine Kante drin, die mir jetzt nicht so besonders gut gefällt, aber was will man tun, nicht wahr? Ich hab's genau gewusst. Geh weg. Hör auf. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier einfach mal... Lass mich einfach in Ruhe, du blödes Messvieh. Komm her, wenn dich traust. Mann, ey, das ist immer wenn man irgendwie gerade eine Brücke bauen will über die Lava, greifen die einen an. Das ist sowas von typisch. Wir haben es geschafft, kein Fenster zuzubauen. Alle beide Fenster, cool. Und wir haben die Treppe drin. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall für den Part. Und ja, Part ist auch schon wieder vorbei. Bist du denn noch jetzt unterwegs? Ich möchte jetzt nicht deine Zuschauer da... Nee, ich bin eigentlich hier, werde ich das Portal dann hinbauen. Ich glaube, da bin ich weit genug weg. Ich werde jetzt nochmal zurücklaufen und im nächsten Part bin ich dann erstmal wieder zu Hause, weil ich habe nämlich ganz vergessen, Obsidian mitzunehmen. Haha, also ciao, Leute. Tschüss. Aua.